Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, Quelle des Lebens, im Namen Jesu Christi, Grund unserer Hoffnung und im Namen des Heiligen Geistes, Kraft, die uns belebt und stärkt. Amen. Herzlich begrüße ich Sie und euch zum Universitätsgottesdienst. Ich freue mich, dass Sie alle dabei sind, hier in St. Katharinen und wie immer an anderen Orten per Livestream. Was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. So heißt es im 25. Kapitel des Matthäusevangeliums, das für den heutigen Sonntag im Hintergrund steht. Heute ist Volkstrauertag, an dem wir im Kirchenjahr noch einmal eigens darüber sprechen, wie wichtig Frieden für uns Menschen ist und welche Bedingungen es braucht, damit wir in Frieden zusammenleben können, aus der Vergangenheit lernen können. Wer bei unserem Akademieabend mit Hartmut Rosa dabei war, hat es gehört. Es geht um Beziehungen, um ein anderes Weltverhältnis, das eben nicht auf Kampf aus ist, das vielmehr hören will, aufhören für die andere, für den anderen, um die andere Person mit eigener Stimme sprechen zu lassen, um zu hören, sodass Beziehung möglich wird. Resonanz, würde Hartmut Rosa sagen. Wir schließen heute nahtlos an. Ich freue mich ausgesprochen, dass Franziska Grillmeier hier bei uns zu Gast ist. Franziska Grillmeier ist freie Journalistin und Autorin. Und in diesem Jahr ist von ihr das Buch Die Insel erschienen, in dem sie von Begegnungen mit Menschen, vor allem auf Lesbos, berichtet. Von Menschen, die in der Hoffnung auf ein besseres Leben aufgebrochen sind, unter menschenunwürdigen Umständen in Moria leben müssen und Spielball der Geopolitik Europas sind. Geht es uns in der Reihe der Universitätsgottesdienste in diesem Semester um Attention, Aufmerksamkeit, dann sehen wir heute, es geht im humanitären Sinne auch darum, worauf wir das Licht richten, was wir einander erzählen und so auch Rechenschaft ablegen darüber, wie wir Menschen miteinander umgehen, was aber auch unsere Vorstellungen von dem sind, was es bedeutet, zu leben und in Würde zu leben. Um hören, zuhören zu können, müssen wir von unseren Schollen runter, um die Verinselung des Daseins hier und da immer wieder zu durchbrechen. Das werden wir heute tun. Ich will von einer Welt hören, die vermeintlich so weit von meiner Hamburger Welt entfernt ist und die mich doch so schrecklich nah fragt. Was bedeutet das für dich, wenn du das hörst und liest? Eins scheint mir klar zu sein, Verinselungen, Ausgrenzung und Unterdrückung führen auch in unserem Alltag nicht zu einer friedlichen Existenz, weder psychisch noch gesellschaftlich. Kurzum, ich freue mich sehr, dass Franziska Grillmeier bei uns ist. Ich freue mich auch sehr, dass das KirchenmusikerInnen-Vokalensemble der Hochschule für Musik und Theater bei uns ist, unter der Leitung von Stefan Lutermann. An der Orgel, auch das ist wunderbar, Haruka Kinoshita. Pompös steigen wir ein, großer Gott, wir loben dich.
Wir beten mit Worten des 56. Psalms. Ich lese die ausgerückten Verse und bitte Sie, mit den eingerückten Versen zu antworten. Zähle die Tage meiner Flucht. Sammle meine Tränen in deinen Krug. Ohne Zweifel, du zählst sie. Dann werde deine Feinde zu Feinden, wenn ich dich anrufe. Das weiß ich, dass du mein Gott bist. Ich will rühmen Gottes Wort. Ich will rühmen des Herrn Wort. Auf Gott hoffe ich und fürchte mich nicht. Was können wir Menschen? Ich habe dir, Gott, gelobt, dass ich dir danken will. Der Herr sei mit euch. Wir beten. Gott, Anfang und Ende, ewiges Leben, die du dich schon immer an die Seite derer stellst, die Beistand brauchen. Hörst du das Klopfen, leises Pochen, gleichmäßiges Schlagen? Manchmal spüre ich es kaum, nur ein dumpfes Gefühl. Dann schlägt es höher, vor Freude, vor Glück, aus Liebe. Mal schlägt es schneller, vor Angst und Verzweiflung, und manchmal tut es weh. So furchtbar weh, als wäre etwas zerbrochen, als fehlte ein Stück, eine Scherbe, unwiederbringlich. Vielleicht sind die Scherben bei dir und du bewahrst sie sicher auf, wissend, wo sie fehlen. Du spürst jede Lücke, zählst jeden Herzschlag, jedes Lachen, jede Träne.
Du kennst sie alle, jeden Ton, seinen, ihren und meinen. Und du kennst unsere Geschichten, jede Narbe, alles Licht, jede Dunkelheit. Alles trägst du mit uns, auch heute und hier. Lass uns heute Raum haben für all die Geschichten, die wir einander erzählen und auch für die uns die Worte fehlen. Du kennst sie. Sei du bei uns von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. You are the Lord. 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 You are the Lord.
Die alttestamentliche Lesung steht im Buch Hiob, Kapitel 19, in den Versen 6 bis 8, 23 bis 25 und 27. Wir lesen Hiobs Rede verschränkt mit Zitaten, die Sie im Liedblatt nachlesen können. So merkt doch endlich, dass Gott mir Unrecht getan hat und mich mit seinem Jagdnetz umgeben hat. Siehe, ich schreie Gewalt und werde doch nicht gehört. Ich rufe, aber kein Recht ist da. Wir sind nicht wegen Brot, Wasser, Kleidung oder Geld nach Europa gekommen. Wir sind gekommen, damit unsere Kinder eine Ausbildung erhalten und atmen können. Das ist meine Tochter und ich möchte, dass sie lebt. Wenn es Menschenrechte gibt, wenn Europa diese Rechte verteidigt, dann beenden Sie bitte dieses Leid. Wenn nicht, dann deportiert uns. Deportiert uns. Er hat meinen Weg vermauert, dass ich nicht hinüber kann, und hat Finsternis auf meine Steige gelegt. Für mich bedeutet eine Grenze nicht in erster Linie die Berge, das Meer oder die Wüste zu überqueren. Sie ist nicht der Übergang von einem Land zum anderen. Eine Grenze bedeutet Isolation von der Welt, wenn es dir nicht erlaubt ist, zu sprechen, zu handeln, am Leben teilzunehmen. Ach, dass meine Reden aufgeschrieben würden, ach, dass sie aufgezeichnet würden als Inschrift, mit einem eisernen Griffel und mit Blei für immer in einen Fels gehauen. In den schrecklichen Jahren des Justizterrors unter Jeschu habe ich 17 Monate mit Schlangenstehen in den Gefängnissen von Leningrad verbracht. Auf irgendeine Weise erkannte mich einmal jemand. Da erwachte die hinter mir stehende Frau mit blauen Lippen, die meinen Namen natürlich niemals gehört hatte, aus jener Erstarrung, die uns allen eigen war, und flüsterte mir ins Ohr die Frage: Und Sie können dies beschreiben? Und ich sagte: Ja. Da glitt etwas wie ein Lächeln über das, was einmal ihr Gesicht gewesen war. Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er über dem Staub sich erheben. Kommt die Freiheit, bleiben wir. Kommt sie nicht, gehen wir zu ihr. Ich selbst werde ihn sehen. Meine Augen werden ihn schauen und kein Fremder. Danach sehnt sich mein Herz in meiner Brust. Ich sehe dich, wie du in den Körpern der anderen lebst, ihre Stimmen sprichst, ihre Kleidung trägst, mit ihren Gedanken denkst, in ihren Einzelheiten verschwindest, aus ihren Mündern rufst. Ich sehe dich in ihnen, aber du bist trotzdem keiner von ihnen. Wer bist du denn? Wer bist du?
Die neutestamentliche Lesung steht im ersten Brief des Petrus im dritten Kapitel. Endlich aber seid allesamt gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig, demütig. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, auf das ihr Segen erbt. Denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der hüte seine Zunge, dass sie nichts Böses rede, und seine Lippen, dass sie nicht betrügen. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes. Er suche Frieden und jage ihm nach. Denn die Augen Gottes sehen auf die Gerechten und seine Ohren hören auf ihr Gebet. Das Angesicht Gottes aber sieht auf die, die Böses tun. Und wer ist's, der euch schaden könnte, wenn ihr dem Guten nacheifert? Und wenn ihr auch leidet um der Gerechtigkeit willen, so seid ihr doch selig. Fürchtet euch nicht vor ihrem Drohen und erschreckt nicht. Heiligt aber Christus in euren Herzen. Seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert, über die Hoffnung, die in euch ist, und das mit Sanftmut und Ehrfurcht. Amen. Ich lade Sie nun ein, das abgedruckte Glaubensbekenntnis im Liedblatt von Soul zu sprechen. Ich glaube an Gott, der die Liebe ist und der die Erde allen Menschen geschenkt hat. Ich glaube nicht an das Recht des Stärkeren, an die Stärke der Waffen, an die Macht der Unterdrückung. Ich glaube an Jesus Christus, der gekommen ist, uns zu heilen und der uns aus allen tödlichen Abhängigkeiten befreit. Ich glaube nicht, dass Kriege unvermeidbar sind, dass Friede unerreichbar ist. Ich glaube nicht, dass Leiden umsonst sein muss, dass der Tod das Ende ist, dass Gott die Zerstörung der Erde gewollt hat. Ich glaube, dass Gott für die Welt eine Ordnung will, die auf Gerechtigkeit und Liebe gründet und dass alle Männer und Frauen gleichberechtigte Menschen sind. Ich glaube an Gottes Verheißung eines neuen Himmels und einer neuen Erde, wo Gerechtigkeit und Frieden sich küssen. Ich glaube an die Schönheit des Einfachen, an die Liebe mit offenen Händen, an den Frieden auf Erden. Amen. Vom nächsten Lied »We Shall Overcome« singen wir die Strophen 1 bis 3 und 7.
Guten Abend und vielen Dank für die schöne Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier sein zu können. Mein Name ist Franziska Grillmeier. Ich bin Journalistin und berichte vor allem zu den Themen Flucht und Vertreibung seit zehn Jahren. Und in den letzten 5 durfte ich auf der Insel Lesbos leben, in Griechenland. Und ja, habe mich dort auch sehr viel mit der Frage auseinandergesetzt, was es bedeutet, Zeugenschaft abzulegen und auch zu erzählen. Wie erzählt man also über einen Ort, den es aus menschenrechtlicher Perspektive nie hätte geben dürfen? Was bleibt im Verborgenen? Wer spricht? Und wo stecken die Grenzen des Erzählbaren? Lesbos war ein Ort, an dem Menschen, und ist es immer noch, aus aller Welt zusammenkommen. 12 Fährstunden von Athen entfernt und nur eine von der türkischen Küste, ist es die drittgrößte Insel in Griechenland. Und es ist seit Jahrzehnten ein Drehkreuz der Flucht. Das Fluchtlager Moria war ein Ort, an dem sich weltweite Schicksale kreuzten, wo manche von ihnen begannen und andere endeten. Es war und funktionierte wie eine Art Insel auf dieser Insel. Dabei ist Lesbos ein so vielschichtiger Ort wie auch Hamburg. Eine Landschaft, in der man sich von einer Straßenecke zur nächsten entscheiden muss, welche Welt man erzählt, was sichtbar werden soll. Dabei sind es nicht nur JournalistInnen, die erzählen, sondern auch und vor allem die Menschen selbst. Vor ungefähr 2 Jahren traf ich mich mit Milad Ibrahimi, einem jungen Fotografen aus Afghanistan, am Jungfernstieg in Hamburg. Er war wenige Wochen zuvor in Deutschland angekommen, nach mehreren Jahren auf der Insel. Milad war ein Mitglied von Refocus Media Labs, einer Filmschule, die jungen Menschen die Möglichkeit bot, selbst Reportagen und fiktionale Filme zu produzieren. Vor allem als über die Insel im Zuge der Pandemie ein Lockdown verhängt wurde, war er mit seinen anderen Kollegen und Kolleginnen, waren sie die einzigen, die noch berichteten und vor allem auch für viele internationale Medien berichteten, als wir Journalisten nicht mehr rein konnten ins Lager. Er war zum Chronist seiner eigenen Geschichte geworden und er erzählte sie über alle Stationen hinweg, bis das Lager dann auch im September 2020 abbrannte und auch dort dokumentierte er. Er machte wie so viele im Lager den Job, in dem er in Zeiten, in denen niemand berichten konnte, erzählte. Von Mauern, die größer seien, von Bewegungen, die immer kleiner wurden. Von Menschen, von dem Gefühl der Isolation. Er hat mir mal erzählt, auch beim Filmen, gerade wenn man die Gestik in den Gesichtern der Menschen einfängt, würde er manchmal ganz gerne so Denkblasen um deren Köpfe zeichnen, weil er weiß, wie sie fühlen. Dabei konnte ich 4 Kilometer entfernt immer wieder in meine kleine Wohnung zurückkehren und so eine Distanz zwischen dem Lager und mir zulassen nach einem Tag dort und er nicht. Er blieb dort. Seit der Errichtung von Moria gab es über 240 Feuer. Manche von ihnen bekamen Aufmerksamkeit, manche nicht. Dabei waren es vor allem die stillen Momente, die viel davon erzählten, in welchen Formen Gewalt erscheinen kann. Oft war es auch die bürokratische Gewalt, die tiefe Furchen hinterließ in den Menschen. Das Warten vor den Büros, die kaum besetzt waren, das sich nicht verständlich machen können in einem Interview, weil die Übersetzerin fehlte, die Briefe des Asylbüros, die nie ankamen, weil es keinen Briefkasten in Moria gab, wo man sie hätte schmeißen können. Das Warten in der Stille zwischen den Zelten, im Regen, wenn es ruhig wurde, an Abenden, an denen es kein Licht gab.
In Hamburg sagte mir Milat, er habe immer ein schlechtes Gewissen gehabt, die Insel zu verlassen. Im Wissen, dass so vieles im Verborgenen bleiben würde, was Menschen weiterhin erlebten. Dabei waren es nicht nur Menschen wie Milat, die eine Sprache fanden, sondern auch ein Junge, Yasser, der 11 Jahre alt war und den ich im November 2020 mit seinem Vater treffen konnte. Seit mehreren Wochen konnte Yasser kaum noch schlafen. Das waren 2 Monate nach dem großen Brand in Moria, den Sie vielleicht auch aus den Nachrichten noch kennen und verfolgt haben. Und kurz danach wurden die Menschen in ein neues sogenanntes Hochsicherheitslager übersiedelt. Das war ein temporäres Lager. Und anders als Milat hat er nicht fotografiert oder gefilmt, sondern auch als 11-Jähriger einen Weg gefunden, das zu verarbeiten, was er selbst erlebte. Und er schrieb einen Brief und daraus will ich kurz vorlesen. An einem Morgen wachte ich auf und sah, dass ich nicht die gleichen Klamotten wie beim Einschlafen trug. Ich fragte meinen Vater, warum er meine Klamotten gewechselt habe. Er sagte mir, ich sei in der Nacht ins Meer gelaufen. Ich glaubte ihm nicht. Nach ein paar Tagen wachte ich wieder auf. Meine Kleider waren nass. Mein Vater sagte mir, ich wäre wieder ins Meer gegangen. Da bekam ich Angst. Eines Nachts wachte ich auf und sah, dass mein Vater seine Hand an meine gebunden hatte. Yasser war eines von 32 Kindern, die einmal in der Woche das Camp verließen, um im Gemeinschaftszentrum an einer Art Therapiestunde teilzunehmen. Es wurde gezeichnet und gespielt. Ab Dienstag, sagte Yasser, würde er die Tage zählen, bis endlich wieder Montag sei. Tagsüber höre ich das Quietschen der Maschinen, sagte er, und nachts den Wind. Manchmal würde er sich die Ohren zuhalten, doch abstellen könne er die Geräusche nicht. Jeden Tag, sagt er, fühle sich an, als würde die Zeit eine Schleife drehen. Für andere Kinder laufe die Zeit vorwärts. Für ihn, so sagte er, nur mehr rückwärts. Was bleibt zurück von einer solchen Landschaft der Verwüstung? Heute grasen Pferde auf den Hügeln von Moria, an den Blumen, die auf der verbrannten Erde gewachsen sind. Ein paar Kilometer weiter leben gerade viel weniger Menschen in dem temporären Lager von Lesbos als noch in den Jahren vor dem Feuer von Moria. Dabei gehen auch heute die Ankünfte immer weiter. Während wir hier heute Abend sitzen oder stehen, erreichen noch immer täglich im Durchschnitt 20 Menschen in Schlauchbooten die Insel. Und auch die Gründe der Flucht sind nicht weniger geworden. Viele Menschen erzählen heute davon, wie gefährlich es geworden ist, als Syrer oder Syrerin in der Türkei zu bleiben. Sie erzählen von der Brutalität an der iranisch-afghanischen Grenze, vom Militärdienst in Eritrea, von ihrer Familie in Somalia. Gleichzeitig hat sich in den vergangenen Jahren eine Art rechtliche Parallelwelt an den Grenzen aufgetan, die sich immer weiter zuspitzt, um die Ankunft von Asylsuchenden zu verhindern. Heute gibt es keine Seenotrettungsorganisation mehr auf der Insel. Niemand mehr, der Westen ausgibt oder Wärmedecken oder Tee nach der Ankunft. Die Menschen sind immer isolierter. Zuletzt durfte auch auf der Nachbarinsel Samos keine Journalistin mehr, hatte keinen Zugang mehr zu dem sogenannten Close Controlled Access Center, wie das Lager heute dort heißt, genauso wie auf Lesbos. Auch humanitäre Organisationen haben immer mehr Einschüchterungen in den letzten Jahren erfahren. Eine der letzten Organisationen, die noch bei der Ankunft von Flüchtenden unterwegs ist, ist die Organisation Ärzte ohne Grenzen. Im November hat sie einen Bericht veröffentlicht, in dem sie ein Ende der Gewalt gegen Schutzsuchende fordert. Menschen erzählen heute von ihrer Ankunft in Europa, wo sie von Grenzschützern bis auf die Socken entkleidet und ihre Kinder durchsucht werden, bevor sie wieder auf eine Rettungsinsel ausgesetzt zurück ins türkische Wasser gezogen werden. Im Land berichten Menschen, dass sie
verfolgt und festgenommen wurden, oft körperlich und verbal angegriffen, bevor sie auf See gebracht und auch dort wieder zurückgelassen wurden. Ärzte ohne Grenzen behandelt in den vergangenen 2 Jahren über 7.900 Menschen, die oft erschöpft und traumatisiert ankamen, darunter 1.520 Kinder. Viele berichten von mehrfachen Pushbacks, Entführungen und entwürdigenden Durchsuchungen. Im Sommer diesen Jahres traf ich eine Frau aus Afghanistan, in der Nähe von Berlin, die es mit ihrem Mann für wenige Stunden nach Lesbos geschafft hatte. Die Brutalität, die sie von Grenzschützern erfuhr, ließ sie bis heute nicht schlafen. Doch sie wollte es erzählen. Sie sagte: "Ich erzähle dir das, damit es anderen nicht mehr passieren muss." Das ist ein Satz, den ich immer wieder höre. Erst vor 2 Tagen konnte ich mich mit 2 Jungs aus Syrien unterhalten. Die waren 15 und 16 und erst vor 1 Monat in Deutschland angekommen. Sie fingen gerade an, eine Sprache dafür zu finden, was ihnen geschehen war. Und auch sie sagten: "Erzähl das." Und ich glaube, genau das ist die Aufgabe des Journalismus. Unrecht braucht Zeugen. Wir brauchen Menschen vor Ort und Menschen, die das einordnen, was sie sehen. Dabei gehört einem die Wahrheit nicht. Das Erzählen bleibt immer nur ein Ausschnitt. In jeder Erzählung spielt das Unsichtbare eine tragende Rolle. Was liegt im Verborgenen? Was ist sichtbar? Wer spricht? Das ist für mich die Aufgabe des Journalismus. Die Inseln im eigenen Umfeld oder fernab nicht fortschwimmen zu lassen. Einen Fuß in der Tür zu halten, auch dann, wenn es schwierig wird. Räume zu öffnen, in denen Menschen entrechtet werden, und dran zu bleiben. Jede Begegnung stellt aufs Neue Fragen nach der Verantwortung. Es ist niemals zu spät, glaube ich, sie zu beantworten. Danke. I set my foot on the ground.
Wir möchten Fürbitte halten und ich bitte Sie, den Bittruf mit Erhöre uns fortzusetzen. Gott, ich gebe dir ein Gebet, das nach Worten sucht und nach dir. Gestern ging ich in der Nacht dorthin zurück, wo ich herkam, und sah auf meinem Weg fleckiges Licht auf kaltem Asphalt zwischen allem, was blieb, wie es vorgestern war. Gestern schlief eine andere nicht und sah eine brennende Nacht, gesprengten Staub, und wo sie herkam, gab es nicht mehr. Inmitten gestolperter Schritte tragen Pflaster aus Steinen Namen derer, die nicht mehr sind. Und mit ununterbrochener Sehnsucht bittet der Mensch dich in gemurmelter Hingabe, geborgen unter gebeugten Kreuzen, geschmiegt an sich senkende Knie, gebettetes Gebet, stoischer Glaube. Wir bitten dich, erhöre uns. Gott, ich habe Durst nach einem Wort, dass ich kleben kann auf den feinen Riss in der Kluft zwischen ihr und wir, du und ich. Ein Wort, in das ich einwickeln kann, was von dir auf den kalten Boden vor mir gefallen und zerschellt ist. Alle Scherben hebe ich auf, setze sie zwischen die Buchstaben, die im Staub ich suche, lege dein Mosaik zwischen meins. Bruchstückhaft, vollständig, widerständig, wunderschön. Wir bitten dich, erhöre uns. Lieber Gott, halt sie kurz, die Splitter, die ich dir in die Hand zähle. Weiche den Tränen nicht von der Seite, wie sie da liegen, zerplatzt und verschüttet in der Wüste meiner leeren Worte. Ich suche sie ja schon, die Worte, in die ich einwickeln und aufheben kann. Die Worte, die tragen und trösten. Bitte, Gott, nimm du doch so lange meines Freundes Hand, wie ich noch brauche, um richtig und falsch schlafen zu legen. Solange ich noch brauche, um in Schwarz und Weiß Farbe zu finden. Aber halt die Hand meiner Freundin so, dass sie es nicht merkt, denn sie wird dich wegschubsen. Und sagen, sie sei viel weniger allein in der Einsamkeit. Berühre ihre Einsamkeit. Rühre sie an. Wir bitten dich, erhöre uns. Ich bin gleich soweit, hab's gleich gefunden, das Wort, das ich hineinlegen möchte, was von dir übrig ist. Das Wort, das dich beschreibt, in dem du Platz hast. Dein Vorher und dein Nachher. Guter Gott, kannst du ganz kurz das Jetzt festhalten? Ich brauche es noch für das Nachher, nur will es gerade nicht bei mir wohnen, verliert sich bei mir in der Heimatlosigkeit, zerstreut sich im Heimweh. Kannst du es kurz ertragen für mich und der Hoffnungslosigkeit für ihre letzte Zigarette ein Streichholz am Zweifel anzünden? Lass uns eine zusammen rauchen,
draußen vor den schweren Türen der Zufluchtsorte. Denn was ich noch zu sagen hätte, dauert diese eine Zigarette. Und ich hab so Durst nach jedem Wort aus dem letzten Glas im Stehen. Nach dem Wort, das den Weg wie von selbst findet. Einem Wort, das ist wie ein Kompass und sich anziehen lässt vom anderen Pol. Nicht meinem, sondern deinen findet in meinem weißen Novembersturm. Wir bitten dich, erhöre uns. Erhöre uns. Gott, ich habe kalte Hände und Heimweh nach dem Wort, das alles wärmt und mich umarmt. Ich habe Heimweh nach dem Wort, das dich erkennt und deinen Namen nennt. Lieber Gott, ich bitte dich zuletzt. Leg dich in jede Figur. Sammle alle Splitter. Reibe die kalten Hände warm. Bemisst Zeit mit keinem Wert, außer dem, wie tief ein Moment in sie hineinfallen kann. Halte durch und gib Acht. Lege mir die Verhältnisse zu Füßen. Gib mir eine Richtschnur, um wieder anzufangen, an ihn zu arbeiten. Setze Steinchen um Bruchstück, Träne um Scherbe, mit mir das Mosaik zusammen. Trage mit mir die Stille. Setze dich mit mir in die Nacht und warte auf die blaue Stunde. Renne hin, von wo ich weglaufe. Stürze, wo ich stolz bin. Zähle Namen, Tage, Augenblicke und hör nicht auf, auf uns zu zählen. Bezieh mich ein und drück dich aus, in der Zartheit der Begegnung, in dem Echo der Inseln und in dem Du, das vor mir sitzt und liebt immer noch. Wir bitten dich, erhöre uns. Gott, wenn wir jetzt in die neue Woche gehen, sie wird Vorhergesehenes und Unvorhergesehenes bringen. Wie immer werden sich Kräfteverhältnisse verschieben. Es wird Sieger und Verlierer geben, Enttäuschungen und Triumph, Tränen der Freude und des Schmerzes. In allem lass uns einander als Menschen sehen, als Verletzbare und Verletzte, angewiesen auf ein Du, auf dein Du, das uns in einem Letzten trägt. Ich bitte dich, sei nah. Friede soll sein in der Welt, in unserem Land, in unserer Stadt. Und all das, was uns sonst noch bewegt, legen wir in Jesu Worte und beten gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Liebe Gemeinde, mehrere Dinge möchte ich noch bekannt geben. Zuallererst bedanken wir uns ganz herzlich für die wunderbare Musik in diesem Gottesdienst. Vielen Dank an Haruka Kinoshita an der Orgel und vielen Dank an das KirchenmusikerInnen-Vokalensemble der Hochschule für Musik und Theater unter der Leitung von Stefan Lutermann. Außerdem gilt ein besonderer Dank Martin Kramer und seinem Technikteam für die Technik innerhalb des Gottesdienstes und des Livestreams. Die Kollekte des letzten Uni-Gottesdienst ergab 238,99 Euro. Wir bedanken uns für jeden Beitrag. Die Kollekte des heutigen Gottesdienstes ist bestimmt für die Arbeit von Earth Medicine. Earth Medicine ist eine Non-Profit-Organisation auf Lesbos, die sich zum Ziel gesetzt hat, medizinische Hilfe für Geflüchtete bereitzustellen. Der besondere Fokus liegt dabei auf der Behandlung von Menschen mit schweren und chronischen Erkrankungen, die in den Lagern auf Lesbos nicht oder kaum behandelt werden. Daran arbeitet ein Team aus medizinischem Fachpersonal und Freiwilligen, um unterschiedlichste Therapien zu ermöglichen. Für die Arbeit des Teams und den Ausbau an Therapiemöglichkeiten von Earth Medicine soll die Kollekte heute bestimmt sein. Wir danken Ihnen für Ihren Beitrag. Die Kollekte wird während des nächsten Musikstücks eingesammelt. Außerdem möchte ich Sie herzlich zu folgenden Veranstaltungen einladen. Am kommenden Mittwoch, den 22. November um 19 Uhr, findet hier in St. Katharinen der 50. Buß- und Bettag-Gottesdienst zusammen mit Amnesty International statt. Die Ansprache hält Professor Dr. Jan-Philipp Remzma. Den nächsten Sonntagsgottesdienst hier in Katharinen feiern wir am Ewigkeitssonntag, den 26. November um 11 Uhr. Unter dem Titel »Wir warten aber« wird Pastorin Caroline Sauer predigen. Der nächste Universitätsgottesdienst findet in der Woche darauf, am 1. Advent, den 3. Dezember um 18 Uhr statt. Predigen wird Professor Dr. Hans-Martin Gutmann zu Exodus 14 unter dem Titel »Winter is coming«. Musikalisch begleitet wird der Gottesdienst vom Brassquartett der Hochschule für Musik und Theater. Und des Weiteren möchte ich Sie herzlich einladen, gleich im Anschluss an den Gottesdienst noch etwas zu bleiben und mit uns Tee und Kekse zu genießen. Wir würden uns freuen.
empfangt den Segen Gottes. Gott segne euch und behüte euch. Gott lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Gott erhebe ihr Angesicht auf euch und schenke euch Frieden. Amen.